Die Hamburgische Architektenkammer fordert in der Debatte um die Zukunft der Kölbrandbrücke Transparenz und einen Hafenentwicklungsplan. So sollte die aktuelle Entwicklung von Güterströmen in den Fokus genommen werden. Wir wünschen uns eigentlich auch wirklich als Kammer, dass es mal eine gesamte Hafenentwicklungsperspektive gibt, wo man eben einfach natürlich auch darüber nachdenkt, wie gehen wir denn eigentlich damit um? So, und bezogen auf diese Durchfahrtshöhe ist es eben einfach so, ja, die ganz großen Schiffe passen unter die jetzige Kölbrandbrücke nicht durch. Das ist so. Auf der anderen Seite muss man sagen, es gibt nur ein Terminal hinter der Kölbrandbrücke, was überhaupt angelaufen wird. Das ist nämlich CDA Altenwerder. Und das ist ein relativ kleines Terminal. Und diese großen Schiffe könnten im Prinzip dann auch an anderen Terminals gelöscht werden. Also so ist es nicht. Und der zweite Aspekt dabei, eben wichtig, die Elbvertiefung hat ja nicht das Ergebnis gebracht, was man sich erhofft hat. Und es war klar, es soll die letzte Elbvertiefung sein. Also von daher ist eben auch sehr die Frage, ob diese ganz großen Schiffe überhaupt noch Hamburg anlaufen werden.